Muss das wieder zuschieben. Ja. Sehr gut. Wieder rumbrüllt. Ich weiß halt, was ich tue. Schön laut Lärm gemacht, zugeschoben, alles easy. Sind wir nun sicher? Wir müssen jetzt weiter. Sicher ist hier niemand. Sieh mal. Moin, Sailor Girl. Schön gemacht. Alter. Komm schon. Hier muss es irgendwo Treppen geben. Ich bin so ein unangenehmer Typ, ey, wirklich. Ich habe gestern einen Stream über Sexismus gehalten und jetzt spiele ich so wen in dem Stream und alles fühlt sich unangenehm an. Okay, ich habe eine Akte gefunden, aber es ist nicht die Akte von Jane. An die gesamte Mannschaft. Regeln zum Extra-Wachdienst. Aufgrund der Spezialsicherheitsvorkehrungen für diese Mission müssen die Zusatzabläufe von Soldaten im Wachdienst befolgt werden. Doppelte Wachposten an allen Türen und auf Rundgängen. Keine Gespräche, keine Ablenkungen, keine Zigaretten, kein Alkohol, keine Spiele. Wachen, die diese Regeln missachten, müssen mit strengster Bestrafung rechnen, bis zur und inklusive der Anklage vor dem Militärgericht. Auf Anordnung von Captain Ford. Leute, niemand betritt 3A, ganz ernsthaft, niemand. Das ist übrigens auch zweimal unterzeichnet, also unterliniend, unterstrichen. Welchen? Unterliniend. Guter Ausdruck. Mann, ich bin auch einfach nur ein Mensch, ne? Ja, also. Ja, ich bin gerade in der Wäsche rein. Geht's dir gut in der Wäscherei? Hat die Wäsche dich angegriffen? Oh. Alter. Oh, Scheiße, da war einfach nur eine Ratte, die hat mich so verjagt. Ich muss sagen, ich finde den Teil schon deutlich gruseliger jetzt als House of Ashes, weil auch, dass hier alles so mega düster ist und so. Und dass wir solche Idioten spielen, bei denen man das Gefühl hat, die kriegt man gar nicht lebendig durch, egal was man macht. Ja, hier ist noch so ein Wäschekorb mit Wäsche und den kann man nicht angucken. Ich kann nicht glauben, dass das hier passiert. Was zum Teufel ist mit Brad? Meinst du, er ist noch auf der Duke? Ich weiß so viel wie du. In der Wäschetrommel ist irgendwas drin, was man aber nicht nehmen kann, irgendeine Wäsche. Ah, fuck. Okay. Gut, dann weiter. Nice. Dann müssen wir beim gleichen Ausgang wieder raus, ne? Es gibt ja keinen zweiten Ausgang. Ja, die anderen sind hier schon weitergewackelt, glaube ich. Dankeschön, Teilchen. Vielen lieben Dank. Danke, danke, danke schön. Und hallo, Fischi. Es ist gruselig und es ist unangenehm. Oh, hier ist ein Plan. Wenigstens einer, der einen Plan hat. Ist da gerade irgendwas runtergefallen, ja, oder? Out of bounds. Okay. Du bist gerade voll in meinem Bild. Immer noch? Wo ist der? Sie sind hier? Nicht mehr. Denkst du, das ist ein Supermarkt? Sehen so nicht alle Supermärkte aus. Das ist einfach nur ein Schiffsplan irgendwie. Ja, Korgehold 3, Korgehold 1 und Korgehold 4 und Engine Room. Okay, das sind echt viele Stockwerke und ich find's nicht gut. Mhm. Das ist die Conclusion. Alles klar. Ich find's gar nicht gut. Dankeschön, nee, Andre, für die 1000 Sets. Das ist total nett. Dankeschön. Bei dir da? Da, wo es flackert? Na, geh du mal vor. Ich will nicht vorgehen. Oh, da sind Klos. Gar nicht gruselig. Hier vorne ist nichts. Ich habe einen Brief gefunden. Ehre. Eileen Reed. 3765 Crawford Drive, Halewood, Oklahoma, 32627. Liebe Isles, ich komme endlich nach Hause, noch einmal über den Pazifik und ich bin wieder bei euch. Ich kann es kaum erwarten. Sag Ned und Nancy, sie können sich schon mal auf die Geschenke freuen, die Daddy für euch alle hat. Ich bin froh, wieder auf See zu sein.
Am Land ist es hier heißer als in Oklahoma im Sommer. Aber deine Briefe haben mir geholfen, all das durchzustehen. Sie werden zensiert, aber das ist vermutlich gar nicht so schlecht, weil die anderen sie manchmal klauen und lesen. Und ich möchte nicht, dass sie unsere Briefe lesen. Ich weiß. Okay? Ja. Es macht mir echt Angst. Okay, es ist hier unten, fehlt halt ein bisschen Text, das ist so ein bisschen nass und dann kann ich es umdrehen. Und... Oh, scheiße, Bruder! Habe ich noch Zeit zu lesen? Ja, ja. Okay. Es macht mir echt Angst. Er behauptet ständig, ein kleiner Junge befindet sich an Bord. Und es hört sich so nach nett an. Ich weiß, dass es sich nur über mich lustig macht. Wir haben garantiert keine blinden Passagiere an Bord. Die Offiziere sind jetzt nach Kriegsende viel zu gerissen. Ich wette, sie löschen diesen Teil. Hier drehen wirklich alle langsam durch. Ich muss jetzt aufhören, Süße. Irgendwer schlägt da draußen Krach. Noch mehr Arbeit für mich. Ich melde mich bald wieder. Robert. Ich glaube nicht, dass er sich nochmal gemeldet hat. Dankeschön, Christi, für die 300 Bits. Christoxy. Dankeschön. Können wir hiervon noch was nutzen? Wir brauchen die Verteilerkappe wieder, wenn wir hier raus wollen. Bin schon weitergegangen, by the way. Ja, ja, ich komme aus dem Klo. Ich musste mal für kleine Jungs. Und ich bin ein sehr kleiner Junge. Okay, jetzt nicht weiter. Ey, hier ist gerade jemand unten langgelaufen. Ich glaube, der gehörte nicht zu uns. Hörst du das? Dieses schreckliche Geräusch, meinst du? Nein, habe ich nicht gehört. Na klar hast du. Hat sich etwas bewegt? Wenn sich was bewegt, klingt das klar. Alter. Ich bin so eine Nervensäge. Ich schieb echt Panik. Schon okay. Ich beschütze dich. Ich sag, Konrad stirbt noch. Und irgendwie wünsche ich es mir sogar. Alter. Das ist nicht der Sinn des Spiels, dass du dir wünschst, dass wir die Charaktere töten. Ja, ich habe ein Buch gefunden. Dankeschön. Ah, da steht ganz viel drin. Willst du nicht lesen? Doch. Dann let's go. 19. Juni. Haben Frachtraum 1 einige Bereiche identifiziert, die strukturelle Schwächen und Risse aufweisen. Aber unseren Schiffbauer angewiesen, die nötigen Reparaturarbeiten durchzuführen. Ich habe den Kapitän geraten, bei der Heimreise Vorsicht walten zu lassen, insbesondere bei schlechtem Wetter. Zu große Belastung könnte leicht einen Kielbruch verursachen. 20. Juni. Es gab Beschwerden über Fehlfunktionen der elektronischen Ausrüstung. Bei der Überprüfung der Ausrüstung habe ich Zinnwisker-Bildung. Was ist denn Zinnwisker? Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich sowas wie Rost oder so. Wahrscheinlich, ja, nur mit Zinn. Habe ich Zinnwisker-Bildung an mehreren Komponenten festgestellt. Ich habe die Geräte gereinigt und die Lötverbindungen mit Blei repariert. Dies hat die Kurzschlüsse behoben und sollte die Wisker-Bildung verlangsamen. Oh, ich glaube, das kann man nicht umblättern. Oh, ups, ich habe sorry aus Versehen den falschen Knopf gedrückt. Alles gut. Also es sind zwei Einträge in so einer Art Tagebuch. Mhm. Konnte jetzt nicht umblättern. Oh, das ist gut. Ich frag mich, wo die alle sind. Vielleicht sind alle in einem Frachtraum wegen der Überraschungsparty. Alter. Das ist so dieser typische amerikanische Humor, mit dem ich irgendwie nicht immer was anfangen kann. Ja. Einfach manchmal so ein bisschen drüber. Ich habe einen Rattenkopf gefunden. Nice. Ich habe schon wieder ein Buch gefunden. Steht nichts drauf vorne, aber es sind wieder Einträge drin. Donnerstag, der 12. Der Kapitän hat den Alkohol für die ganze verdammte Reise verboten. Es gibt kaum etwas, was einen so sehr die Stille auf dem Schiff hören lässt, wie kein Alkohol. Die beiden Lötmänner Wilson und Anderson haben sich direkt nach dem Ablegen in die Wolle gekriegt. Aber der alte Ferris hat das ganz schnell beendet und seitdem ist es hier so ruhig wie in einem Gotteshaus. Ich habe mit einem Kerl gequatscht, der beim Einladen der Fracht geholfen hat. Und der hat mir erzählt, dass das, was er eingeladen hat, Särge waren. Vielleicht nichts Ungewöhnliches, aber er meinte, das war so ein Kerl, der hätte ganz genau aufgepasst, wie die Särge in einen der Frachträume gebracht wurden. Extrem genau.
So eine Behandlung bekommt nicht jedes normale Frontschwein. Also habe ich überlegt, wer wohl in den Kisten steckt. Freitag der 13. Harris behauptet, einer der Jungs hätte aus geklautem Proviant irgendeinen Fusel zusammengebraut. Wir treffen uns nachher im Frachtraum, um ihn zu probieren. Der Alkohol war ein Reinfall. Harris meinte, nach 4 Tassen hätte er sich beschwipst gefühlt. Aber ich finde, er hat nur Blödsinn verzapft. Das war alles, aber kein Sprit. Samstag der 14. Hab gehört, einer der Jungs hat sich da reingeschlichen, wo die Kisten stehen. Werd mal mit ihm reden und rausfinden, was er gesehen hat. Vielleicht sagt er mir sogar, wie ich reinkomme. Der Plan steht. Er meint, er kann mich reinschmuggeln. Wir sehen uns nachher, wir sehen sie uns heute Nacht an. Dankeschön, Andy, und dankeschön, Mojo. Zinnwhiskers sind, by the way, so faserige Härchen, die aus galvanischen, metallischen Schichten rauswachsen. Oh. Okay. Dankeschön für den Hinweis. Ich habe jetzt auch mal den Skelettschädel hier angeguckt. Ich glaube, ich habe eine Vorhersehung gefunden. Okay, das sieht nicht so gut aus. Ich habe da potenziell einen Tod gesehen, den niemand will. Ich habe auch noch nicht so ganz geschnallt, was es uns bringt, dass wir diese Sachen finden. Heißt das, wir können damit in der Situation reagieren und das verhindern? Ah ja, oder? Du siehst halt quasi einen potenziellen Tod, den ein Charakter eilen könnte. Und in Optimalfällen erkennst du es und bist dann vorsichtiger in der Situation mit deiner Entscheidungsfindung. Aber mir hat es auch noch nie wirklich was geholfen. Das hat mich maximal panisch gemacht. Licht aus. Seid jetzt leise. Und sie ist die Einzige, die redet. Irgendwas. Wenn ja, hast du es zu verantworten? Heiliger Mist. Ja, irgendjemand muss doch heute sterben. Ja, aber vielleicht Konrad. J'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Ja, schade. Wir folgen ihm. Nicht aus den Augen lassen. Da können wir die beiden jetzt umhauen.
Ich weiß nicht, ne? Ich weiß nicht. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich dachte, wir folgen ihnen. Wir müssen Abstand halten. So können wir sie überholen. Hoffentlich ist das schneller. Wir müssen Abstand. So können wir sie wiederholen. Ich bin bei ihr. Okay, ich nicht. Dann mute ich mich mal. Jo. Alter, ich bin so gestresst in diesem Spiel schon wieder. Warum spielen wir immer diese stressigen Spiele? Warum spielen wir nicht was Entspanntes? Was war das? Hörst du das? Etwas ohne Stress. Nicht lustig. Warum spiele ich überhaupt sowas? Ja, so Peppa Pig und ihre Freunde, genau, sowas. Das ist mein Vibe. Ja, sehr entspannte Schifffahrt. Wir gehen unter. Dankeschön, Taubsi, für die 12 Monate. Vielen lieben Dank. Ah, Leute. Ah, nein, ich will da durch. Warte mal, hier waren wir schon. Ich glaube nicht. Ich schwör's, hier waren wir schon, Alex. Hast du uns im Kreis geführt? Nee, hier waren wir noch nicht. Wir müssen weiter. Hey, hier steht, heute gibt's Rinderragout. Hm, lecker. Es sieht so aus, als wäre an diesem Tag alles zum Stehen gekommen. Das ganze Schiff ist eingefroren. Das ist das, was passiert, wenn alle an einem Tag sterben. Hey, Vorsicht damit. Wir sollten jetzt keinen Blödsinn machen. Nettes Messer. Könnte ein schönes Mitbringsel für meine Angreifer werden, wenn du verstehst. Man weiß ja nie. Vielleicht brauchen wir es. Alex, du tust damit noch der falschen Person weh. Leg's lieber weg. Auf zu nerven. Als ob ich in so einer Situation kein Messer mitnehmen würde. Ich meine, hallo? Willst du nicht wissen? Was soll das heißen? Warum sagst du es nicht? Ach, halt doch einfach die Schnauze. Ist das widerlich? Ja, es ist richtig ekelhaft. I. Und noch mehr I. Hier haben wir noch einen Topf. Da ist bestimmt noch altes Ragout drin, oder? Ja, Schmorbraten. Soup du jour, Mademoiselle? Als ob du dich in der Küche auskennst. Bitte, bleib cool. Ich mach doch nur Spaß. Das ist frischer als Weltkrieg, definitiv. Absolut, Shenigans, absolut. Da bin ich voll bei dir. Dass sie nur... Okay, was ist das denn? Ich glaube, wir müssen hier wohl durch. Mich ärgert das auch, dass sie einfach keine Pfannen und nichts mitnehmen, um sich zu verteidigen. Okay. Vielleicht hätte ich das Messer doch nicht mitnehmen sollen. Kann ich das wieder weglegen? Hast du nichts gehört?
Okay, dann sollten wir weiter. Ich habe irgendwas gesehen. Es hat sich in den Schatten bewegt. Ratten. Wahrscheinlich nur Ratten. Mehr war es nicht. Jetzt lach mich bloß nicht aus! Okay. Weil ein kleines Kind auf uns zukommt, stechen wir es nicht nieder. Weil ein kleines Kind auf uns zukommt, stechen wir es nicht nieder. Was willst du jetzt tun? Umdrehen? Hier sind wir schon gewesen. Bleib cool, Jack. Wir haben nicht viele Optionen. Wir müssen. Okay. Nein, da mach ich nicht mit. Was? Olle Särge und scheiß Kapellen? Nicht mein Ding, weißt du? Hast recht. Es ist eklig und krass. Wir müssen ganz schnell hier raus. Und wir müssen Fliss finden. Okay, gut. Können wir dann die Fliege machen? Was ist das? Echt mieses Mojo, Alter. Okay, weg hier. Sofort! Weg, weg, weg! Man kann die alle aufmachen. Hey, der hier hat einen Namen. Was machen die eigentlich hier? Ich glaube, für ewig auf einem Geisterschiff festzuhängen, ist ein blöder Plan A. Wen interessiert's, wer die sind und was die hier tun? Die sind tot und wir nicht. Und das soll auch so bleiben. Ich hätte jetzt einfach an siamesische Zwillinge gedacht. Im ersten Moment dachte ich einfach, dass wir eine Frau... Das sind ja ganz schön schwere Schlösser an den Särgen. Warum sind da Ketten und Schlösser? Tja, so kann man eine Beziehung auch beenden. Sieh mal der hier. Wie für ein Kind. Will ich nicht wissen. Hauen wir ab. Ja, vielleicht ist das Baby Dracula. Und das sind seine Eltern. Und alle schlafen in Erde aus ihrer Heimat. Und dann stürzen sich alle auf Conrad und saugen ihn aus. Ende. Was ist los? Psst. Was ist? Da! Was? Ernsthaft? Willst du mich ausflippen sehen? Hä? Können wir einfach hier weg? Okay. Ich bin der jetzt halluziniert. Das ist das, was Kalle vorher hatte. Das heißt, wenn ich verfolgt werde, weiß ich nicht, ob mich ein Freund verfolgt oder ob ich halluziniere. Wir wissen es nicht, weil ich zum Halluzinieren angefangen habe. Ich habe ein Messer bekommen und ich habe gesehen, dass ich meinen kleinen Bruder steche. Wenn ich verfolgt werde, darf ich nicht zustechen, Leute. Ich glaube, dass ich sonst meinen kleinen Bruder steche. Ich habe echt Angst davor. Warum so blitzeblank? Boah, hallo Clappy. Mir ist auch ein bisschen schlecht mittlerweile. Mir ist auch ein bisschen schlecht. Mist! Hey, jetzt ist nicht die Zeit für doofe Spielchen, im Ernst. Ich halt's nicht aus. Der hat ja auch zwei Köpfe, ne? Was ist das denn? Nein, lass das! Das ist doch eklig! Der hatte doch eben noch gerade zwei Köpfe, oder? Conny? Conny! Conny, wo zum Teufel bist du? Ja, scheinbar. Wenn du über Squad zuschaust, zählst du für uns beide. Wo ist Conrad? Er ist bestimmt vorgelaufen. Conny?
will, ey. Girl, ich geb dir gleich, ich schreie, wenn ich will. Das heißt, Kalle wird mich jetzt potenziell erstechen. Wenn ich jetzt ihn spiele und ich habe das Messer gefunden mit der Vorhersehung und Kalle hat diese Vorhersehung aber nicht gesehen, dann werde ich jetzt Kalle suchen und Kalle wird halluzinieren und wird mich potenziell erstechen. Ach du Scheiße. 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 Ich werde ihm das nicht sagen. Wir werden ihn nicht spoilern darüber. Wir werden ihm das nicht sagen, Chat. Bitte sagt es ihm nicht. Ich will, dass er selbst die Möglichkeit hat, das zu entscheiden. Bitte, bitte sagt es ihm nicht. Ich will ihn nicht tryharden. Ich will einfach sehen, ob er es selber drauf rausfindet. Und ich werde versuchen, über das Spiel hinweg so zu spielen, dass er rafft, dass er mich bitte nicht erstechen soll. Sorry, ich habe mich erschrocken. Okay. Hallo? Wer ist da? Das ist nicht gut. Ah, da hängt was. Geil. Ich freue mich. Julia, Sie waren hier. Okay, Sie waren hier. Nö. Okay, das ist richtig unangenehm in der Dunkelheit. Ich finde das richtig unangenehm gerade. Wunderbar. Na? Oh.
Einfach durch, einfach durch, einfach durch. Jetzt reicht's mir. Ich kann nicht. Kann ich das noch mal aufmachen? Was? Das ist... Okay. Ich werde erstochen werden. Damit habe ich mich jetzt schon abgefunden. Was war das da eben? Ganz nah. Material, Forderungsformular, Menge, Beschreibung, Atemgerät, Filter, vorgesehene Ausgabe, ja, Angabe von abgelehnt, wurde schon eine Gasmaske zugeteilt. Vielleicht stirbt auch von einem Herzinfarkt. Ey, ich würde von einem Herzinfarkt sterben. Das sieht widerlich aus, ja. Gruselig und widerlich, gut, dass wir uns einig sind. Hier durch. Alles ist in Ordnung. Tom, wenn das rauskommt, geht es auf deine Kappe. Sieh zu, dass es erledigt wird. An alle Stabsoffiziere, Kopie an QMS. An den Särgen und Schlösser an den Särgen sind Schlösser anzubringen, sobald sie in der Wasseraufbereitungsanlage sichergestellt werden. Diese Särge unterliegen der Geheimhaltung. Sie müssen rund um die Uhr eingeschlossen und bewacht werden. Kein Mitglied ihrer Einheit darf Zugang zu ihnen erhalten. Okay. Also wirklich, also ich find's echt nicht schön gerade. Also das macht allein echt keinen Spaß. Ich find's echt nicht schön gerade. Hallo? Hatte ich recht. Das war wahrscheinlich der Versuch, der Evakuierungsversuch. Und die sind dann auch abgestürzt. Nee, ich will keine Pause machen. Wenn ich eine Pause mache, dann zieht sich diese Sequenz, in der ich alleine bin, einfach noch länger. Und ich will wirklich nicht, dass es sich länger zieht. Ja, das war ein Heli, das stimmt. Aber das Kopfteil sah gleich aus. Dankeschön, Clappy, für die 15 Monate und den Tier-3-Sub. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Besser. Besser. Verschwinde.
Super. Skelette. Skelette. Skelette? Hey Mary. Wo ist eure Haut? Wo ist die ganze Haut? Du solltest gar nicht hier sein. Ich sollte das nicht sehen. Das ist wahr. Nimm es. Ja, nimm es. Das ist gut. Hautechse kann nicht geladen werden. Meinungsverschiedenheit. Dankeschön, Clappy, für 15 Subs, ey. Vielen lieben Dank. Das ist sehr lieb. Dankeschön für deine Subbombe. Holy shit. Dankeschön. An Erster Offizier Fischer. Sir, Sie wollten über die Funksituation unterrichtet werden. Zu folgenden Zeiten haben wir versucht, Rufe abzusetzen, ohne Erfolg. Bis um 0:40 konnten wir indirekten Funkverkehr empfangen. Seitdem herrscht jedoch absolute Funkstille. Möglicherweise ist unser Funkgerät defekt. Ich werde der Sache nachgehen und mich wahrscheinlich bis 3 Uhr wieder melden. Private Cooper. Puh, danke auf jeden Fall, Clippy. Das ist super, super, super lieb. Ich finde das eine gute Einstellung. Oh, Scheiße!